Ja, hallöchen. Ich bin gerade auf meiner Hotel-Tester-Tour und Servicewüste Hotels, naja, Katastrophe. Ich bin gerade in Düsseldorf auf der Beauty und Top Air und kann das natürlich sehr, sehr gut miteinander verbinden, weil ich muss ja sowieso übernachten. Was ich da jetzt erlebt habe in den zwei Hotels, einmal von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, naja, es ist schon gigantisch, ja. Wobei der Unterschied liegt im ersten Hotel bei 88 Euro und im zweiten Hotel bei 141,5 Euro. Okay, ja gut, dafür habe ich auch noch eine Therme dabei gehabt. Also wenn es Sie interessiert, dann können Sie natürlich ohne weiteres die Videoclips anschauen. Es sind spannende Videoclips. Ich habe natürlich alles gefilmt vom Empfang im Hotel bis hin zur Abreise, alle einzelnen Stationen, insoweit es möglich war, wo keine Leute da waren. Das ist natürlich für mich wichtig, weil ich mal keine Menschen drauf haben. Ja, ich kann einfach abschließend eines sagen, ich verstehe es leider nicht, wir sind in einem Dienstleistungsgewerbe in der Hotellerie, dass man nicht hingeht und immer reinvestiert. Ich kenne Hotels, zum Beispiel das Gartenhotel Häuser in Bad Dürkheim. Georg Köhler, der Inhaber, mit Berwing, Schwiegersohn und Tochter, die tun permanent jedes Jahr ganz, ganz viel Geld reinvestieren. Also das ganze Haus ist auf dem neuesten Top-Stand. Es wird alles immer gleich in Ordnung gebracht. Alles wird renoviert, Stück für Stück. Und kaum ist es abgeschlossen, fängt man wieder von vorne an. So muss es doch sein. Oder das Hotel Andreas in Südtirol, Passaiertal. Auch das mit Familie Fink, Richard und Helga Fink und Söhne. Daniel und Michael. Auch das Hotel wurde vor 4 Jahren gebaut und jedes Jahr werden wieder 6- bis 7-stellige Summen in die Hand genommen, um zu renovieren. Und die meisten Hotels machen das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wieso man so ignorantisch unterwegs sein kann. Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Da wird Geld immer rausgeholt. Ich erinnere mich an das Schreckensbeispiel Hotel Chantarella in St. Moritz. Viele mögen sich noch daran erinnern, das war ein wundervolles 4-Sterne-Hotel. Prachtvoll hat es oben auf Chantarella gethront und hat auf St. Moritz runtergeschaut. Ich bin damals dort auch noch verkehrt als Privatskilehrer und Therapeut. Es war wunderschön. Du hast einen tollen Blick nach St. Moritz runter gehabt, auf den St. Moritzsee. Dorf und Bad hast du gesehen. Ein Prachtshaus. Ja, und die Besitzer haben dort nichts anderes gemacht. Sie haben Geld rausgeholt. Es wurde nie investiert. Und irgendwann hat das Hotel einfach nicht mehr dem Standard entsprochen. Da gab es die feuerpolizeilichen Geschichten noch. Ja, dann hat man es einfach leer stehen lassen. Viele Jahre ist es vor sich hingelottert. Ja, und was ist das Ende vom Spiel gewesen? Investoren haben es gekauft, verkauft, wieder gekauft, wieder verkauft. Es wurde abgerissen, jetzt stehen dort ein paar Villen. Das finde ich unendlich traurig und so geht es letzten Endes jedem Hotel. Wenn man nicht immer reinvestiert, kann man sagen, nach 25 Jahren musst du eine Generalsanierung machen. Dann ist das Hotel einfach hinüber. Wieso machen das die Hoteliers nicht? Und wenn ich dann die Hoteliers frage, auch bei meinen Beratungen, ich mache ja auch viele Hotel-Testings, wenn ich die Hotel jetzt frage, sag mal, wieso machst du das nicht? Ja, wir brauchen Geld für das, für dies, für jenes. Und. Das sind oft dann so fadenscheinige Ausreden. Oder vielleicht gibt man auch liebes Geld im Finanzamt oder bei großen Konzernen. Du, das hat verschieden für neue Projekte und wird dann halt irgendwann das Haus abstoßen. Also, wir leben doch in einer Dienstleistungsgesellschaft. Es ist doch wichtig, dass sich die Gäste wohlfühlen. Und wohlfühlen kannst du nicht einfach nur in einem Hotel, wo es stimmt. Also das ist einmal die Hardware, die absolut stimmig sein muss. Und natürlich auch die Software. Und da klemmt es natürlich in ganz, ganz vielen Häusern. Ja. Also im ersten Hotel, wo ich jetzt erlebt habe, im Swiss Hotel in Neuss, Software, schauen Sie sich einfach die Videoclips an. Das geht einfach nicht. Das ist
ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und da frage ich mich ganz einfach, wieso werden die Leute nicht trainiert? Wieso werden die Leute nicht regelmäßig geschult? Wieso werden nicht regelmäßig Tests mitgemacht und durchgemacht? Und natürlich nicht von hoteleigenen Testern, sondern von externen Testern. Denn die hoteleigenen Tester sind ja manchmal auch angehalten, ein bisschen langsamer zu machen in ihrer Beurteilung. Und das geht einfach nicht. Wir müssen da wirklich reingehen ans Eingemachte, ja. So wie ich das auch immer mache, wenn ich Hotel teste. Ich bin ja mit meiner Kamera unterwegs, Videokamera und Fotokamera, und dann nehme ich alles auf und dann kommt es zum Briefing. Im Übrigen, ich komme 2 Tage lang kostenlos ins Haus. Wieso mache ich das? Ich finde das einfach nur Fairplay, dass sie nicht die Katze im Sack kaufen. Das Einzige, was zu übernehmen ist, sind die Spesen, Anreise und dann natürlich die Hotelkosten. Und dann gehe ich jede einzelne Position durch und am 2. Tag erhalten sie das komplette Briefing. Und ich kann eines sagen, die meisten Hoteliers, 99%, sind total überrascht, weil ich zeige ihnen Ecken auf, ich zeige ihnen Sachen, die haben sie noch nie so wahrgenommen. Ist klar, man ist betriebsblind, man ist in der eigenen Firma, man sieht ganz einfach viele Dinge nicht, aber das geht nicht, weil der Hotelgast ist sehr, sehr wohl aufmerksam. Der Hotelgast guckt sehr, sehr wohl in die Ecke, ob sauber ist oder nicht sauber ist. Ja? Und wenn der Hotelgast sich nicht wohlfühlt, dann wissen wir eines, er wird das weiter sagen. Das ist völlig normal. Und im heutigen Zeitalter von Internet würde ich sowieso sehr aufpassen. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der mit Videokamera rumrennt, ja. Heute hast du in jedem iPhone, in allen Smartphones und hast du eine Videokamera und du hast auch eine Fotokamera drin. Und da kannst du einfach sofort drehen, du kannst sofort alles dokumentieren. Und die ganzen Bewertungsportale, tja, wenn man da manchmal die Bewertungen anschaut, und da sollte man als Hotelier wirklich hinterher sein und gucken, dass das einfach nicht passiert, dass man sich auf einem sehr, sehr hohen Standard hält. Weil Hotels, es gibt immer mehr, Hotels, die aufmachen, und man sagt ja auch oft, Hotelbranche ist in der Krise. Ja, wieso ist es in der Krise? Die verlangen Wahnsinnspreise für teilweise minimale Leistungen, und das geht einfach nicht. Und man merkt es manchmal erst, wenn es zu spät ist, wenn die Sache schon ziemlich lange gelaufen ist. Und irgendwann merkt man, oh, es kommen weniger Gäste. Es fällt halt einfach nicht auf. Und eines der wichtigsten Prinzipien ist für ein Hotelier, dass er immer darauf achtet, dass er möglichst 100%ige Auslastung hat. So, jetzt, ich weiß, wenn ich das ein Hotelier sage, dann lachen viele, ja, 100% schön wär's. Träumen Sie weiter. Nein, ich träume nicht weiter, sondern das meine ich voll und ganz im Ernst. Und das schaffe ich einfach nur, wenn ich einen Top Service biete. Wenn ich wirklich darauf achte, dass die Gäste vollkommen glücklich sind. Denn jeder glückliche Gast wird das Ganze einfach weiter erzählen. Denn schauen Sie mal, auch ich habe jetzt vielen Leuten erzählt, dass ich nach Düsseldorf fahre. Das wissen die Menschen einfach. Und was werden sie mich fragen die nächste Woche, nächsten 2-3 Wochen? Und wie war's? Wo hast du geschlafen? Was hast du erlebt? Ja, und dann werde ich einfach ganz, ganz klar darüber erzählen. Und so wie ich darüber erzähle, werden auch viele andere Leute darüber erzählen. Das ist eine völlig normale Nummer. Und dann hängt es natürlich einfach davon ab, wie gut war es. Und es gibt natürlich Hotels, wie Gartenhotel Häuser oder Hotel Andreas, da kann ich absolut nur schwärmen davon, weil die einfach klasse, toll sind, die sind großartig, die sind super. Ja, und was passiert? Die haben natürlich eine irrsinnige Auslastung, ja. Die können natürlich auch mit ganz anderen Raten fahren. Und die haben natürlich auch, sollte mal was daneben gehen, gibt es auch so für den Beschwerdemanagement. Es hat weder im Swiss Hotel ein Beschwerdemanagement gegeben, noch hier im Mauritius Hotel und Therme, da gab es auch kein Beschwerdemanagement. Ja, man hat es zur Kenntnis genommen, ja, tut mir leid, und fertig aus. Ja, ich werde es weitergeben. Ich weiß ganz genau, dass es nicht weitergegeben wird, ja. Und das geht nicht so. Die Leute müssen trainiert werden, die Leute müssen mindestens einmal im Monat brauchen sie ein intensives Training, sie brauchen 4-mal im Jahr zu jeder Saison ein großes Training und dann jede Woche intensives Telefoncoaching. Das Kader muss noch öfters geschult werden, Telefoncoaching, das Kader muss täglich ihre Leute briefen, dass wir einfach einen hohen Standard haben. Hier sagen wir natürlich die meisten Hotels, ja, wie soll denn das gehen, das können wir uns gar nicht leisten, wir sind ein kleines Haus, das können sich nur die Großen leisten. Absoluter Schwachsinn, in dem Moment, wo man in seine eigenen Mitarbeiter investiert, kommt das zigfach auf einem zurück. So, okay, in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie als Hotelier, wenn Sie diesen Videoclip hier anschauen, nicht einfach darüber lachen, die Hände im Kopf zusammenschlagen oder vielleicht sagen, ja, völliger Blödsinn, sondern dass sie wirklich mal ernsthaft überlegen, ist ihr Hotel wirklich so integer, ist ihr Hotel top, funktioniert alles. Ich komme gerne zu Ihnen, schicken Sie mir einfach eine E-Mail,
Schau mir gerne Ihr Haus an und dann können wir darüber reden, was man verändern kann. Und ich kann Ihnen eines sagen, dass man kann ganz viel verändern. Das sollte man einfach tun. Und wenn Sie als Hotelgast das anschauen, dann kann ich Ihnen nur eines mit auf den Weg geben. Achten Sie drauf, sind Sie ganz vorsichtig, haken Sie lieber nochmal nach, tun Sie überprüfen, tun Sie die Bewertungen lesen. Lesen Sie auch kleinste Details, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann irgendwo schlafen musst, was dir nicht gefällt und wo du dich unwohl fühlst. Und dann musst du noch einen Haufen Geld dafür zahlen. Das ist einfach doof. Und ich bin mir ganz sicher, das wird sich um ein Vielfaches noch verschärfen in Zukunft mit den ganzen Bewertungsportalen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine super tolle, wunderschöne Zeit mit Top-Hoteliers, Top-Hotels, super Infrastruktur, tolles Team und natürlich auch entsprechende Mitarbeiter und Gäste, die wirklich Gäste sind, die es genießen können und die dankbar dafür sind. Okay, tschüss, bye bye, Ihr Ernst Krameri von seiner Hoteltestertour Düsseldorf und Köln.